Jetzt geht's auch. Hallo und herzlich willkommen zurück zu New World. Wir sind auf dem Weg zum anderen Obelisken, um dann unsere Maschine zu ergattern, ein Gerät. Ich suche den Drachenturm nach einem weiteren Gerät, heißt's, aus Mission. Das macht man. Ja, es ist schon sehr weitläufig. Ein Truthahnnest. Da ist er, der Obelisk. Da gucken wir mal. Mentalfrische. Da liegt wieder ein Zettelchen. Vom Syndikat vor die Tür gesetzt. Ich und das Syndikat gehen jetzt getrennte Wege. Genauer gesagt haben sich diese arroganten Narren von mir getrennt. Allerdings kam mir das gerade recht. Ich konnte ihren Neid auf mich und meine Forschungen zu den Ahnen nur schwer ertragen. Ich glaube, dass sie entweder planen, meine Ergebnisse zu stehlen oder meinen Beitrag an der Forschung klein zu reden. Alchemist Oliveira behauptet zwar, meinen Ausschluss zu bedauern, aber das war alles nur gespielt. Er war schon immer neidisch darauf, wie ich mein Schicksal in meine eigenen Hände genommen und die Mysterien von Azoth ganz allein auf den Grund gegangen bin, ohne meine Forschungsergebnisse zu teilen. Warum sollte ich sie auch teilen? Das Syndikat hat nie etwas für mich getan. Und dabei haben sie so oft mein Leben riskiert, um ihr Vertrauen zu gewinnen. Ich werde es ihnen zeigen. Ich spüre die Blicke von Richterin Amano und Kommandantin Clara. Wann immer ich an ihnen in der Siedlung vorbeigehe, sie sind nicht gerade sehr subtil. Keiner in der Siedlung ist das. Ich weiß, dass sie meine Forschung über die Ahnen nicht billigen, da sie sie für schwächlich oder sogar noch schlimmer irgendwelche Ketzer halten. Aber ich werde ihnen die Wahrheit zeigen. Ich werde allen die Wahrheit zeigen. Ja. Siehst du, also ein Lebensdings. Gut. Aber wir wollen ja nach oben. Wir müssen ja so eine Gerätschaft noch hin. Aus der Bahn jetzt, Kimi. Da wo der Kisten steht, oder? Ja. So, beseitigt. Dann ist da wieder der Gerät. Au, das hat weh da. Das hat mehr weh getan als mir. Sag mal, so dann nehm Schießen. Eieiei. Überleben wir das? Wir werden es sehen. Ja, natürlich. Ninja-Style. So, wo geht's jetzt hin? Da in die Siedlung. Dann gehen wir vorher noch da hoch und da her. Schauen, was da so ist. Die Richtung grob, oder? Ja. Ach ja. Übrigens ist die Gegend schön, durch die wir laufen müssen. Ach, Entschuldigung. Ein kleiner Gerätanfall.
Strohfarbener Wolf. Immer geradeaus. So, Möhren. Hab mal einer die Möhrchen. Was denn du? Der Ekler. Ich kenn dich. Wir haben uns schon mal getroffen. Boah, Alter, was machst du für Sachen mit mir? Stirb. Und Kartoffeln. Nur sogar, ne? Da ist aber eine Kiste. Jetzt besser funktioniert. Übung macht den Meister. Nicht da die Burschen. Rennt im Gesicht? Das hoffe ich doch. Werden wir verfolgt? Nein. Lorina. Sei gegrüßt. Du wirkst wie jemand, der neu in Eternum ist, also bete ich, dass das Feuer der Hoffnung noch in deinem Herzen brennt. Meine Aufgabe ist es, den Bedürftigen zu helfen. Aber jetzt bin ich diejenige, die Hilfe braucht. Wobei brauchst du Hilfe? Ich gebe es ungern zu, aber als der Olkotthof den Verlorenen zum Opfer fiel, bot ich an, ihre Wertsachen zu bergen. Ich kam mit dem alten Felden Olkot hierher, aber die Hutzeligen waren zu viel. Ich konnte nur noch rennen. Was ist mit Feldern? Er weigert sich zu fliehen und ich kann nicht zurück. Bitte sprich mit ihm und überrede ihn zum Gehen, bevor er zum Verlorenen wird. Überzeuge ihn, dass es nicht wert ist, seine Seele für eine Handvoll materieller Dinge zu riskieren. Eieiei. Hoffnung und Dienen. Okay. Was denn das gibt? Hoffnung und Dienen. So sei es. Also neider. Ja, du bist das ja. Fast ein ganzes Jahrhundert lang haben wir dieses Land bearbeitet, nur um es den Verlorenen zu überlassen. Meine Familie ist in die Stadt geflüchtet. Aber wir haben nichts als die Kleider an unseren Leibern. Novizin Florina schickt mich, um mit dir zu sprechen. Die junge Florina? Die ganze Sache war ihre Idee. Spar dir deinen Atem. Ich werde nicht mit leeren Händen gehen. Das Geld ist mir egal, aber die Erinnerungen. Ich gehe, wenn ich unser Andenken wieder habe. Ich helfe dir. Bring du dich in Sicherheit. Ich werde hier sicher sein, bis du zurückkehrst. Ich habe es schon mit Verlorenen aufgenommen. Wenn du zu lang brauchst, komme ich selbst dazu. Das ist schließlich noch mein Hof. Was brauchst du denn wieder für ganz tolle Sachen, die was dich erinnern an irgendwas? Oh, wir brauchen auf jeden Fall den Mais. Gibt's gar kein Reden nicht. Wir brauchen den Mais. Mais. Wie schon gesagt, da stellen wir Mehl her, Maismehl. Daraus wiederum stellen wir Brot her. Und aus dem Brot stellen wir wiederum Brotköder her. Zum Fischen. Ja, das ist auch noch ein Erinnerungsstück. Bin ich mal gespannt, was das ist. Ach, das ist mir gar nicht, das finde ich unnett.
viel Beachtung. Du schon wieder, wir haben uns vorhin schon mal gesehen. Ist nicht gut ausgegangen. Au. Macht das nicht immer. Das tut vielleicht nicht auch weh. Auch ich hab Gefühle, man glaubt es nicht. Oh, Kartoffelklampen. Verloren, ne? So viel liegt das, was ich suche. Ja, sehr gut. Läuft doch. Bin fort, Bursche. Haben wir alles, was haben wollt. Sehr gut. Aber wenn wir schon da sind, schauen wir ins Haus rein. Gibt's da was Gutes? Damit dich. Das ist zwar nicht gut, aber komisch. Ich wirf mich nicht mit deiner Kacke. Sag einmal, gar keinen Anstand. Ich hab deine Frau gefunden. Rotes Leuchten in den Wäldern. Nachdem mich Vater darauf hingewiesen hat, bekomme ich heute noch kaum ein Auge zu. Ein Pfahl über den Baumwipfeln hängendes rotes Leuchten. Ich habe es zuerst für verrückt gehalten. Und dann, wer würde die Bäume bitte erklimmen? Außer einem Jäger, der einen Blinden eine Falle stellt. Da dämmert mir, dass dieses rote Wesen vielleicht ein Jäger sein könnte und wir die Gejagten sind. Ich spüre, dass ich von blutroten Augen beobachtet werde. Ich werde morgen nicht mit den Kleinen zum Markt gehen. Ich werde gar nicht vor die Tür gehen. Irgendetwas oder irgendjemand ist im Anmarsch und wir müssen darauf vorbereitet sein. Bin ich gut genug vorbereitet. Zack, und hinab in die Tiefen. Höp, da drüber. Elegant wie immer, da ist noch eine Kiste, die nehmen wir mit. Servus, Würste. Ah, der erste Schlag ist der Mühlinger. Puh, wird der Exis. Reines Lösungsmittel. Das heißt, da suchen wir auch noch. Vielleicht ist da der zweite Zettel drin, den wir brauchen. Das ist jetzt in die Kurve. Kürbisse im Angebot. Wir haben den Kleinen gesagt, wie man sich hier in Handelsposten verhält und offenbar halten sie sich daran. Sie bringen unsere Aufsicht der Älteren unsere Waren auf den Markt, während wir die Felder bestellen. Ganz im Fall weiß jetzt von den Kürbissen von der Ulktor-Familie und deren Qualität. Wir leben hier in einem Wohlstand, den wir uns nicht hätten träumen lassen, als wir die alte Welt verließen. Ja, hier wimmelt es zwar von
Nur so von Gefahren, aber wenn man schön auf der Straße bleibt und sich an die Regeln hält, kommt sogar eine so große und friedfertige Familie wie wir sehr gut über die Runden. Ja, wenn die Nekrot einfallen und die Rüsse wegnehmen. Ich hab dann. Vorwärts. Nicht rückwärts. Zugegeben, ich hatte meine Zweifel. Aber jetzt stehst du wie versprochen vor mir. Das bedeutet mir sehr viel. Bündnis Novizin Florina kehrte niedergeschlagen nach Oxborough zurück. Vielleicht solltest du mal mit ihr reden. Okay. Gut, das ist auch da drin. Wir müssen dann da rüber. Ja, da ist auch noch ein Fragezeichen und ja, wir haben wieder Gebietsboni. Aktionsgebühr, falls wir da was anfertigen wollen. Ah, schöne Nacht. In den Himmel. Keine UFOs, keine Aliens. Ja, da liegt der Truthahn. Den nehmen wir natürlich mit, wir verschwenden nichts. Gruft des alten Kriegers. Ich hab mich doch nicht verlaufen. Da ist die Aufgabe drin. Des alten Kriegers. Bist du der alte Krieger? Servus. Au. Ist auch nicht schlecht. Also dass wir nur klug dabei haben. Das letzte Versprechen lesen. Ich, Gilgamesch, gelobe feierlich unter dem Glanz der Sonne und dem Leuchten der Sterne im Beisein der Götter als Amara, dem gesegneten Erben des ewigen Feuers, zu dienen. Sehr gut. Wir beginnen vor 10 Sekunden 5 für den Abriss. Einfach der verlangsamste Gegner. So, da ist noch das Rüchchen. Wo ist das nächste? Aha, da gehen wir da rüber. Wahrscheinlich da irgendwie durch, oder? Na, da geht's nicht durch. Geht zum Erforschen und Entdecken. Flott.
Schießt du nur. Zerhackschnitzelt. So, wie geht's jetzt da weiter? Gibt's ja keinen Weg. Ach, Kim, lass mal Ruhe. Du hast daneben geschossen. So schön. Ist auch nicht weiter. Kollegen waren wir schon drin. Servus. Jetzt auch nicht weiter. Was siehst du? Ringepiz mit anfassen oder was? Das haben weiter. Ist ja ein Weg, ein Tunnelsystem oder irgend sowas muss da geben anscheinend. Ah. Oh, Eisen. Auch nicht rein. Schwierig, schwierig, schwierig. Hallo. Danke. Fünf bis acht bezwinge die Tempelwachen. Steige höher in den Tempel hinauf. Ja, da würde ich ja gern. Ah, da vielleicht will ich. Da geht's auch nicht weiter. Ah, da geht's nach oben. Sehr gut, sehr gut. Prüfung des alten Kriegers. Ziel begonnen. Interagiere mit den Glyphen, um die Prüfung zu beginnen. Wir brauchen nur eine Tempelwache. Schauen wir uns erst einmal um, bevor wir da auf die Glyphe drucken. Schaut aus, wenn da Laser rauskommen oder was der Teufel was. Dann das da unten, wenn das der Prüfung beginnen ist. Ich gelobe, edel und wahrhaftig zu sein, auf die göttliche Stimme zu hören und meinem Volk gegen alle Widrigkeiten beizustehen. Ich schwöre auf meine gebundene Seele, den Schmerz der Welt zu lindern und meine geschworenen Verpflichtungen zu jedem Preis zu erfüllen. Der hat's drauf. Der schwört sich, was gerade noch geht. Schwört ja alles. Ja, dann drücken wir mal drauf, oder? Hallo? Au! Was ist jetzt los? Boah.
Königsmillion oder so. Ich hab doch gar nichts gemacht. Aus da, aus da, aus da. Puff. Wer bist du denn jetzt? So, was überfällt mir jetzt da alles? Haben wir uns mal sicher jetzt aber zum Essen rein. Wer bist du? Na, du warst jetzt leicht zu besiegen. Anscheinend nicht ganz so leicht. Jetzt hänge ich da fest. Ich häng. Das geht nicht. Bin fort, Bursche. Da schaut man sich jetzt aber mal eher aus. Dass dem einfach sein muss, die auch noch aktivieren. Daneben geschossen. Verrecke! Ein hoher Sieg. Weder die Macht des Schwertes noch Überzeugung schützen dich vor mir. Okay. Wie du meinst. Boah, da gibt's einen gewöhnlichen Mana-Trank. Na, schon ein bisschen mau. Okay. Aber so viel wieder dazu. Da können wir uns wahrscheinlich zurückporten, oder? Ich drücke mal drauf noch. Ich gebe meinen Atem den Winden, meine Kraft den Ländern und meinen Geist dem Firmament, damit es in die gesegnete Erde und die Tiefen der Gewässer regnet und meinen Schwur für alle Zeiten und für alle, die meinem Weg folgen wollen, zu besiegeln. Hätten wir oder eine Story von dem? Na gut, aber ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich sage danke fürs Dabeisein, danke fürs Zuschauen. Like und Kommentar war wunderbar. Und ich hupfe jetzt da oben ganz furchtbar. Gut, aber dazu in der nächsten Folge mehr. Bist du ein Hibär? Oh, falsche Tür. Ich wollte ja raus.